Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin, Maren Ulbrich. Guten Tag, ich bin Chris, Geschäftsführer und Gründer von Bautask. Und ich habe Maurer gelernt damals. Also ich hatte, seitdem ich 15 bin, war ich ungefähr auf der Baustelle. Und ich bin Anton, genau das Gleiche, also auch Gründer und Geschäftsführer. Ich bin sozusagen für den technischen Bereich in Bautask zuständig. Ich bin gelernter Informatiker, war auch jahrelang auf der Baustelle durch meinen Vater, denn er ist selber Bauunternehmer, hat eine kleine Firma und darum war ich da auch immer in den Ferien, im Urlaub und so weiter auf der Baustelle nach geholfen und kenne somit auch die Probleme. Technisch bin ich da auch sehr, sehr affin mit. Was ist Bautask? Also holt mich mal kurz ab. Gerne, gerne. Also Bautask ist alles rund ums Projektmanagement, Mitarbeitermanagement, Dokumentierung und Archivierung. Wir eliminieren mit Bautask alle Missverständnisse, die es in der Kommunikation und in der Planung auf der Baustelle geben kann. Bautask entstand halt durch die Beobachtungen von mir und Anton, die wir auf der Baustelle gemacht haben. Wir schaffen es mit Bautask, alle Aufträge und alle Projekte aufs Handy der Mitarbeiter zu spielen, sodass wir halt es schaffen, in der Planerebene Zufriedenheit zu erstellen und in der Mitarbeiterebene Zufriedenheit zu erstellen, weil alle Seiten dort Zeit sparen. Genau. Was ist das Ziel? Wir wollen da halt Mitarbeitermangel, ne, ist einfach so, die Jungs, also AKA unsere Kunden, finden einfach keine neuen Mitarbeiter und das Problem ist einfach, dass wir dadurch halt keine neuen Aufträge annehmen können. Aber das Volumen von den Aufträgen ist vorhanden. Und darum haben wir uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen die Prozesse in der Firma so optimieren, dass wir in der gleichen Zeit, die der Kunde hat, mehr Aufträge leisten können, ohne halt neue Mitarbeiter zu akquirieren, weil es gibt halt einfach keine, beziehungsweise sind sehr, sehr, sehr schwierig zu finden. Plus der Vorteil ist, wenn die unsere Software nutzen, hatten wir jetzt auch schon oft das Feedback, dass dort dann die Mitarbeitergewinnung einfacher ist, weil einfach junge Leute reingeholt werden und die sind jeden Tag am Handy und die wollen frei arbeiten. Die wollen auch dieses Homeoffice und auch da schaffen wir es dann bei den Handwerkern sozusagen eine Art Homeoffice zu erschaffen, weil die einfach die Mitarbeiter genau wissen, wo müssen sie dorthin, können da selber hinfahren, sie können die Aufgaben selber erledigen, sie können die Materialien selber abholen und so weiter. Das war immer ein großes Thema von mir als Maurer, dass wir wirklich darauf Acht gelegt haben, dass alles praktisch für den Handwerker bereitgestellt wird und er dann komplett autark arbeiten kann. Wir Handwerker, wir wollen einfach unsere Arbeit machen, wir wollen nicht mit irgendwelchen Stundenzetteln oder Urlaubsanträgen oder sowas belästigt werden, sondern wirklich einfach die Arbeit erledigen und dann mit einem guten Gefühl nach Hause fahren. Wie schafft ihr es denn, Prozesse zu optimieren, dass quasi doppelt so viele Aufträge bearbeitet werden können? Was macht den Unterschied in eurer Software aus? Oder was macht eure Software genau? Also unsere Software macht, also starten kann man zum Beispiel mit einem Mitarbeiterverzeichnis. Dort kann ich schon mal meine ganzen Mitarbeiter auflisten. Ich habe komplette Telefonlisten, alle E-Mail-Adressen, alle Urlaubsansprüche und die habe ich dort schon parat. Dann würde das weitergehen, dass ich eine Baustelle anlege. In der Baustelle kann ich alle wichtigen Daten sammeln. Das heißt, ich habe sie online in unserer Cloud-Lösung direkt zur Verfügung und muss sie nicht aus irgendwelchen Ringbuchordnern raussuchen oder wie auch immer. Dann würde das weitergehen mit der Task-Verknüpfung, daher auch unser Name, Bautask. Und dort würde dann praktisch die Zuweisung der Mitarbeiter stattfinden. Dort spiele ich dann die Aufträge aufs Handy für meine Mitarbeiter. Das heißt, meine Mitarbeiter müssten morgens nicht mal zum Platz fahren und sich irgendwie die Aufträge auf DIN A4 Zetteln, die mir kurz vor 5 geschrieben wurden, abholen, sondern die gehen direkt chronologisch sortiert in Wichtigkeit und in Status auf das Handy. Und mein Mitarbeiter kann morgens praktisch von zu Hause direkt zur Baustelle fahren oder zum Großhändler. Je nachdem. Genau. Dann würde das weitergehen, dass der Mitarbeiter die Dokumentierung auf der Baustelle vor Ort erledigt, sodass er in der App Bilder hochladen kann und diese werden dort auch gespeichert und dann sieht der Planer praktisch direkt, okay, hier wurde jetzt ein Fortschritt hochgeladen, mein Mitarbeiter hat das und das dokumentiert. Ich habe als Planer den Fortschritt der Baustelle direkt auf einen Blick. Und als Mitarbeiter habe ich sozusagen dann die ganze Dokumentierung gemacht. Da spart der Planer sich unglaublich viel Zeit, anstatt dass er die Baustelle selber abfahren muss. Dann geht es um auf die Mitarbeiter. Das heißt,
Es passiert ja auch mal, dass der Mitarbeiter krank ist beispielsweise. Was ist der klassische Ablauf? Er müsste anrufen, der Chef nimmt den Anruf entgegen oder das Sekretariat. Er muss dann umplanen intern, müsste alle anderen Mitarbeiter anrufen. Wer hat Zeit, wer hat keine Zeit, wer könnte den Auftrag übernehmen? Welche Aufgaben hat überhaupt der kranke Mitarbeiter und so weiter? Das funktioniert heutzutage noch über Whiteboard und über Zettel und Ordner. Komplettes Chaos. Bei uns ist es einfach so, Krankmeldung wird eingereicht von dem Mitarbeiter direkt aufs Handy. Er muss nicht per Post, Porto und so weiter, spart er sich, schickt das direkt zu dem Chef. Der Chef kann es annehmen und sieht ganz genau, welche Aufgaben der Mitarbeiter heute hat, kann somit dann auf die Aufgabe raufklicken und sehen, okay, die Aufgabe beispielsweise eine Prio A, also extrem wichtig, aber da ist nur er zugeteilt. Das heißt, er kann sofort in der Aufgabe umplanen, das einem anderen Mitarbeiter zuschieben. Und schon ist diese Krankheitssache nebensächlich, es ist nicht mehr so schlimm. Urlaub genauso, oft erzählen uns die Kunden, dass jetzt die Mitarbeiter am Essenstisch mit ihrer Frau zusammen den Urlaub, ne, ich will Freitag irgendwo hinfahren, spontan, die reichen das nochmal schnell an, ein paar Handy und der Chef ist natürlich noch im Büro und akzeptiert sofort die Urlaubsplanung und dann freuen sie sich halt am Essenstisch, jetzt ist Freitag schon geregelt, Urlaub ist da, Stundenzettel genauso, extrem viel Zeitersparnis, die Leute vergessen es nicht mehr, er wird automatisch generiert, man muss nicht irgendwie die Schriften analysieren, was da überhaupt steht oder die zerknickert und da Wasser raufgelaufen oder die Farbe und so weiter, spart die Buchhaltung, DATEV und die Steuerberater lieben es einfach, weil es ist einfach strukturiert, fertig, da muss nichts mehr bearbeitet werden und so weiter. Also wir haben in so vielen Punkten, auch Google Maps ist extrem optimiert, also wir können dann noch, ich glaube, 2-3 Stunden drüber reden, nur über die Optimierung, die wir geschaffen haben in der Praxis. Das Gute ist halt einfach, um das mal zusammenfassend zu sagen, es läuft alles auf einer Cloud-Lösung und ich brauche nicht 5 verschiedene Programme, eins für meinen Kalender, eins für Urlaub, eins für Krankmeldungen, eins für Projektmanagement, sondern das läuft völlig, völlig autark und einfach. Genau. Wer sind denn die typischen Gewerke oder welche Gewerke wenden das typischerweise an? Das ist ganz cool bei uns, da Bautask relativ universell ist. Also Bautask, wir haben in unserem Kundenstamm, wir haben Hausverwaltungen, wir haben Anlagenmechaniker, wir haben Fliesenlegerbetriebe, wir haben Maurerbetriebe. Also da sind wirklich die Grenzen von Bautask sind da eigentlich wenig gesetzt. Das ist, ja, da haben wir lange Zeit drüber nachgedacht, wie wir das so flexibel wie möglich gestalten können. Und das, also das Problem war anfangs, dass wir darüber lange nachgedacht haben, dass viele Firmen ihre eigenen festgefahrenen Prozesse haben. So, und dann galt es daraus, diese Prozesse sozusagen zusammenzuführen und daraus eine flexible Lösung zu machen, sodass sie universell anwendbar ist. So, und also ich denke, unser diverser Kundenstamm hat uns das eigentlich gezeigt, dass wir das ganz gut geschafft haben. Ja, wir sagen immer so, ab 5 Mitarbeiter macht es wirklich Sinn. Klar, auch davor haben wir 1-2 Kunden, die das auch wirklich gleich von Anfang an mit der Firmengründung gleich digital und cool aufbauen wollen. Das gibt es natürlich auch. Aber so ab 5 Mitarbeiter wird es halt unübersichtlich. Ne? Da sind zu viele Stundenzettel schon im Spiel, zu viele Gruppen, WhatsApp-Gruppen teilweise und so weiter. Und so ab 5 Mitarbeiter und dann plus komplett flexibel. Also. Jetzt habt ihr gesagt, der Mitarbeiter kann direkt zugewiesen werden. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, Montag 16:30 Uhr, der Chef nutzt die App und weist deinen Mitarbeiter Klaus von Baustelle 1 zu Baustelle 2. Der Theorie nach müsste Dienstagmorgen der Mitarbeiter nicht mehr in den Bauhof kommen. Aber dann fällt ja plötzlich die Praxis auf die Theorie und sagt, naja, aber dann muss ich ja die Baustelle ganz anders vorbereiten. Mir fehlt ja Material, ich brauche ja ganz andere Werkzeuge und Kollegen muss ich auch mitnehmen, weil auf Baustelle 2 kein Autofahrer ist, weil da ein Führerschein fehlt. Wie geht ihr damit um? Also es ist so, dass praktisch auch in der Task erstmal alles reingeschrieben werden kann. Wir haben ein großes Beschreibungsfeld, wo drin steht, wo ich jetzt als Planer zum Beispiel reinschreiben kann, bitte erst Großhändler fahren, dann gibt es dazu die passende Materialliste, die in einem Checkbox-System mit drin ist, in der Task. Und dort kann ich halt alle Infos mit reinschreiben. Ich kann reinschreiben, erst bitte zum Großhändler fahren, dann den Kollegen abholen und dann zur Baustelle. Und ich kann auch die Adressen jeweils verknüpfen. Das funktioniert alles.
Genau. Es kann auch beispielsweise das Angebot noch hochgeladen werden. Also PDFs können hochgeladen werden, es können Grundrisse hochgeladen werden. Das funktioniert natürlich auch. Und der Chef weiß auch mit den Fähigkeiten im Mitarbeiterverzeichnis, was kann der Mitarbeiter überhaupt? Also bei 5 Mitarbeitern weiß man es noch, bei 50, da wird es dann halt schon unübersichtlich. Ist jetzt der Dieter, ist das jetzt ein Klempner oder ein Maurer oder was war der denn noch? Und das kann man alles genau definieren, sodass man halt das super planen kann. Und in dem Fall, dass ich jetzt mehrere Mitarbeiter auf einmal zu einer Task zugewiesen habe, kann ich das einfach angeben. Ich habe jetzt für die Task 4 Mitarbeiter und die Task synchronisiert sich auf allen Endgeräten. Und das in Realtime. Was passiert, wenn ich auf der Baustelle keinen Empfang habe? Wir haben eine Vorspeicherung an Offline-Daten. Wie man das von YouTube kennt oder sowas, da läuft auch immer relativ viel offline. Es müsste aber gerade für den Upload, müsste irgendwann schon Empfang wieder vorhanden sein. Wer sind die größten Wettbewerber von Bautas? Also wir haben natürlich die Ambition an uns, jeden Tag besser zu werden und Bautask immer praxisnaher zu machen. Weil wir einfach die gleiche Vision haben, das ist uns wichtig. Wir wollen nicht gegeneinander arbeiten, sondern wir wollen einfach wirklich den Mittelstand digitalisieren und einfach auch Deutschland auch hervorheben, weil da ist der Zug ein bisschen abgefahren, beziehungsweise wird jetzt bald abfahren, wenn wir da jetzt nicht einschreiten und ein bisschen digitalisieren. Aber einer unserer Mitbewerber hatte den tollen Spruch gehabt, dass der größte Feind nicht eine andere Software ist, sondern immer noch der Stift und der Zettel. Genau. So, und deswegen sind wir da immer im Austausch. Aber ich würde sagen, wenn wir uns jetzt auch auf die Region hier beziehen, ist das, denke ich mal, Craftbox und Plancraft. Um da jetzt einmal anzuknüpfen, sozusagen, was wir immer mit anbieten, um das alles so ein bisschen umgänglicher im Unternehmen zu machen, ist, dass wir vorab immer eine Demo machen. Das ist Teil unseres Verkaufsprozesses, weil wir auch den Kunden kennenlernen wollen. Da legen wir viel Wert drauf. Es nützt nichts, einen Kunden zu haben, der unzufrieden mit der Software ist. Das bringt uns beide nicht voran, das ist für uns schädlich und da wollen wir niemandem was aufzwängen. Deswegen machen wir immer einen Demo-Termin, wollen den Kunden kennenlernen und bieten im Nachhinein dann auch immer noch an, dass wir uns entweder um die Hardware-Besorgung kümmern, falls noch keine mobilen Endgeräte vorhanden sind für die Mitarbeiter, oder wir bieten Schulungen an, entweder digital oder hier regional auch vor Ort. Jetzt in Corona ist das ein bisschen schwierig, aber auch das kriegen wir hin. Und genau, sozusagen machen da den ganzen Support für die mit. Ja, wir wollen die halt 100% abholen, sodass es halt kein Hindernis ist, oh Gott, eine neue Software, diese ganze Arbeit, das umzustrukturieren und migrieren von anderen und Konkurrenzprodukten vielleicht oder Mitbewerbern. Das wollen wir komplett eliminieren, das Problem. Also da sind wir sehr kundenorientiert und wollen wirklich 100% Zufriedenheit haben. Und das schaffen wir auch in allen Fällen immer. Genau, zum Thema Migration bieten wir auch sämtliche Schnittstellen an. Das kann alles problemlos auch wenn man jetzt mal nachdenkt, so wenn Excel vorhanden ist oder sowas, das kann alles in unsere Software mit migriert werden. Wie macht ihr denn, betreibt ihr denn Kundengewinnung? Also Kundengewinnung, das Gute ist, wenn wir das jetzt mal so regional sehen, ich glaube, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal vom Handwerk, dass viel auch über Mundpropaganda geht. Also die Gewerke treffen sich auf der Baustelle, sprechen miteinander, hey, das ist ja cool, dass du jetzt hier gerade in deiner Mittagspause das Berichtsheft schreibst oder wie auch immer. Wie machst du denn das? Und dann geht das halt weiter. Anders machen wir das auch über Social Media. Da sind wir ganz aktiv. Das ist ja auch ein Trend, den wir beobachtet haben, dass viele Bauunternehmen sich Social Media mäßig gut aufstellen. Und da fängt ja dann schon so eine Kommunikation an. Wenn ich mich dort beweise, beziehungsweise wenn ich mich dort engagiere auf Social Media, dann zeige ich ja schon mal, dass ich ein gewisses Interesse an Digitalisierung habe. Und dann ist der Schritt in die Tür nicht mehr so groß, zu sagen so, hey, können wir euch mal zu einer Demo einladen? Wir wollen euch da ein bisschen Abhilfe schaffen, was die Prozessoptimierung angeht. Kann eure Software auch kommunizieren? In zwei Hierarchien können wir in den Tasks zum Beispiel in der Kommentarsektion kommunizieren. Wir können interaktiv in der Materialliste über dieses Checkbox-System kommunizieren. Wir haben im Mitarbeiterverzeichnis so schnelle Links eingefügt, dass man direkt anrufen kann, SMS schicken kann. Das funktioniert alles. Fortschritt kann man noch hochladen, darüber noch kommunizieren. Genau. Beispielsweise
die Mauer ist heute noch nicht fertig, obwohl das heute auf der, ne, in der Tat stand. Regen ist gekommen, weiß nicht, hat angefangen zu regnen und jetzt können wir nicht weitermauern. Auch da gibt es ein Kommentarfeld plus Foto, sodass es halt auch für die Doku direkt, ja, dokumentiert ist. Audios werden jetzt bald kommen, sind noch aktuell, in der aktuellen Phase noch nicht möglich, aber da sind wir hinterher und das wird auch nicht mehr lange dauern, dann werden Voicemails verschickbar sein. Genau, der Trend, den haben wir erkannt. Ja, sehr schön. Wie kriege ich es hin, dass ich Push-Nachrichten bekomme, wenn ich die App auf 3 Geräten offen habe, also auf dem Desktop, auf dem iPad und noch von mir aus auf dem iPhone? Wie kriege ich das hin, dass ich weiß, dass Klaus-Peter mir ein Foto gestellt hat? Bei uns ist es so, dass wir das sehr, sehr stark intern haben, natürlich aber auch extern. Bedeutet also, wir sehen im Programm immer in der jeweiligen Kategorie, beispielsweise Urlaubsplanung oder Auftragsmanagement, je nachdem, immer ein Counter, der nach oben geht, wenn sich irgendwas verändert hat. Und dann kann man direkt reinklicken und sieht dann, aha, okay, Klaus-Peter hat eine neue Krankmeldung eingereicht. Außerdem gibt es noch ein Notification-Feld ganz oben, wo auch noch eine Zahl hochtriggert. Aber da kann man dann auch mal detailliert reingehen und sieht dann ganz, kann man wie auf dem Handy dann die Notifications durchblättern und sieht dann, okay, neue Krankmeldung, da ist ein Fortschritt hochgeladen, das und kann direkt draufklicken und kommt dann direkt zum Fortschritt beispielsweise. Also das geht beides. Und das ist natürlich auf 3 Geräten, 4 Geräten, wie man es will. Ja. Beeindruckend. Also ich sehe schon, wo finden wir denn mehr Informationen über euch? Wo finde ich Bautask? Also Bautask findet man hauptsächlich im Web. Bautask.de, Bau und dann wie Englisch einfach die Aufgabe, also Task, Bautask direkt zusammengeschrieben.de. Man kann es auch bei Google eingeben, man findet uns auch da oder natürlich auch Social Media. Genau, ansonsten immer anrufen, schreiben, ja. Wir sind immer zur Verfügung. Was muss ein potenzieller Kunde tun, ein Interessent tun, um in Kontakt zu euch zu treten? Also gibt es ein kostenloses Abo-Modell in dieser Lite-Version sozusagen? Wie geht ihr da vor? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da haben wir auch lange drüber nachgedacht und viel mit Kunden gesprochen. Wir waren am Anfang so weit, dass wir immer gesagt haben, wir lassen den Kunden 2 Wochen kostenlos testen, bis wir dann gemerkt haben, das funktioniert so nicht. Handwerker brauchen da auf jeden Fall mehr Zeit. Also wir haben ja, wie gesagt, im Verkaufsgespräch die Demo. Dann geht das weiter mit der Schulung. Und dann gibt es 2 Monate, also manche Kunden brauchen das nicht mal, aber wir bieten bis zu 2 Monate kostenloses Testen an, damit wir die Kunden wirklich abholen, damit das passt, damit sie sagen, ich bin damit super zufrieden, ich kenne jetzt die Firma Bautask, ich stehe mit denen in Kontakt, wir haben uns alle kennengelernt und da funktioniert jetzt ein super Commitment. Wie lange braucht ihr ungefähr, um das Projekt einzuführen, umzusetzen? Also prinzipiell ist das in einer Stunde gemacht. Also wir können die Software aufsetzen, dann ist die fertig, also das Rohmaterial sozusagen. Und dann kann der Geschäftsführer von der jeweiligen Firma, also im Endeffekt unser Kunde, dann seine Mitarbeiter einrichten. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viele Baustellen und wie viele Mitarbeiter es hat. Wenn du natürlich eine Baustelle, wenn du beispielsweise 10 Baustellen hast, ist es natürlich aufwendiger als eine. Das gleiche mit den Mitarbeitern. Und dann ist halt auch mal die Frage, wie detailliert will man es machen? Sehr viele Kunden wollen es sehr, sehr detailliert haben, weil die Mitarbeiter wirklich genaue Anweisungen haben. Andere strukturieren es sehr, sehr einfach. Kann man nicht genau sagen. Wenn aber jetzt ein Kunde auf uns zukommt und sagt, nach der Demo, das funktioniert super, die Software ist in, ja, nicht mal 15 Minuten aufgesetzt, dann ist das Thema durch. Dann gehen wir nochmal eine Schulung mit dem jeweiligen Kunden plus meistens so 5 Mitarbeiter, so die Hauptmitarbeiter, Meister und so weiter. Das dauert so eine Stunde noch und danach können die Leute eigentlich arbeiten. Ne? Also es läuft so, ist es, genau. Das ist ja durchaus eine Sorge auch von vielen Betrieben, die jetzt noch nicht so stark in Sachen Social Media und Digitalisierung im Allgemeinen sind. Wie machen wir den ersten Schritt? Und die haben natürlich ganz viele Widerstände, vor allen Dingen in deren Kopf. Schön ist ja, wenn die Technik einem sozusagen entgegenläuft und förmlich die Hand reicht. Das klingt bei euch, bei Bautask genau so. Ja, genau, ja, so ist es. Genau. Das ist die Software und das ist der Support, für den wir stehen. Genau. Wenn irgendein Problem auftaucht, man kann wirklich entweder eine E-Mail schreiben oder einfach direkt anrufen. Es wird sich sofort zurückgemeldet, sofort das Telefon angenommen. Also wir haben wirklich fast 24/7 Support, muss man einfach sagen. Das ist einfach so. Welche Frage habe ich euch noch nicht gestellt? Gibt es eine typische Frage, die euch Kunden immer wieder stellen? Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Also technisch gibt es natürlich immer so Fragen, wo läuft es, also wo kann ich es benutzen? Man kann es auf dem Handy. Es ist betriebssystemabhängig. Genau. Es ist nicht. Genau. Es ist cloudbasiert, webbasiert.
Man kann die App runterladen, man muss sie nicht runterladen. Das wollen auch viele Mitarbeiter nicht. Eine App auf ihrem Handy haben. Da kann man einfach über die Webseite machen. Genau, Datenschutz und Sicherheit ist ein Riesenthema, zumindest in Deutschland. Also das ist ein wirklich großes Thema. Und da sind wir auch sehr drauf bedacht. Wir machen 5-mal täglich Backups, ne, wegen Datensicherheit, dass nichts verloren geht. Wir hatten auch 1-2 Kunden, die gesagt haben, ja, wir wechseln jetzt zu euch, weil sind 2-mal jetzt unsere Daten schon weg gewesen. Auf keinen Fall, das wird bei uns nicht passieren. Wir haben, wie gesagt, 5-mal Backups. Dann Server Location, wo sind die Daten? Auch extrem wichtiges Thema, sind in Deutschland bei uns, nicht irgendwo in, keine Ahnung, Nordamerika oder so. Philippinen ist auch nicht der Fall. Ich merke schon, ihr seid da absolut auf dem Punkt. Es gibt keine Frage, die ich mehr offen habe. Das ist schon das freut mich. Ja, das ist auch super. Ja, in der Tat. Ungeahnt und nicht abgesprochen war der jetzt Gast in meinem Podcast und die Aufzeichnung läuft sozusagen direkt mit. Ja, klasse. Das freut uns auch zu hören. Das hat uns auch riesig Spaß gemacht. Vielen Dank für das tolle Interview und das Gespräch. Dankeschön. Tschüss. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmensch.de.